Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch den zweiten Teil von meinen aufgebrauchten Produkten. In diesem Teil werde ich euch die dekorative Kosmetikprodukte zeigen, die ich aufgebraucht habe in dem Monat April. Es sind gar nicht mal so viele Produkte, die ich da angesammelt habe, aber trotzdem sind es schon einige Produkte, die ich aufgebraucht habe, die mit der Zeit leer gegangen sind. Es sind überwiegend Produkte, die ich aufgebraucht habe. Dann habe ich auch noch etwas für die Lippen, die ich aufgebraucht habe, die Produkte, und dann noch zwei verschiedene Wimperntusche, die ich aufgebraucht habe. Erstmal hoffe ich, dass es euch allen gut geht, dass ihr gesund seid. Wenn es nicht so ist, dann schicke ich euch ganz viele liebe Grüße, dass es euch bald wieder besser geht. Und fangen wir mit dem ersten Produkt an, was ich euch gerne zeigen möchte. Das ist von Essence aus der LE Catchy Clouds, der Cloud Touch Mousse Primer. Das war so ein mousiges Produkt, aber ich habe es ja erwähnt gehabt, dass es eine ganz besondere Textur hatte. Es war so creme-mousse-artig, also nicht so dieses typische Mousse-Make-up-Produkt von der Textur her, wie man sonst ein Mousse-Produkt kennt. Weil es war schon von der Textur her etwas Besonderes. Ich kann es jetzt nicht mehr so gut beschreiben, weil ich das schon länger leer gemacht habe. Deswegen weiß ich jetzt nicht mehr ganz so genau, wie ich das damals noch beschrieben habe. Über wie ich das von der Textur fand. Wer mich schon lange verfolgt, der hat vielleicht das Video ja gesehen gehabt, wo ich dieses Produkt euch ja gezeigt habe, wie ich das damals beschrieben habe. Weil es von der Textur her etwas ganz Besonderes gewesen ist. Weil, wie gesagt, es war nicht so dieses typisch Mousse-artige von der Textur her. Sondern es war so seidig, es war so gelig. Also genau, es war so gelig-mousseig von der Textur her. Genau, das habe ich auch, glaube ich, damals auch so beschrieben gehabt, dass es so gelig-mousseartig gewesen ist. Also ganz besonders von der Textur her. Es war die perfekte Grundlage für das darauffolgende Make-up. Aber das kann man sowieso nicht mehr nachkaufen oder beziehungsweise kaufen. An sich war es schon ein gutes Produkt. Aber ich habe auch andere Primer-Produkte, die auch gut sind. Dann kommen wir zu dem zweiten Produkt von Essence, was ich aufgebraucht habe. Vielleicht kennt der ein oder andere dieses Produkt ja auch schon. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß jetzt, welches Produkt ich zeige, weil ich das auch sehr häufig verwende, auch schon mal nachgekauft habe, nämlich der Retinous Reduction Primer Balancing Calming mit grünem Tee-Extrakt. Das ist halt so ein Primer, der gut geeignet ist, wer Rötungen hat. Die Poren werden minimiert, das Hautbild sieht ebenmäßiger aus, perfektionierter aus. Die Rötungen werden kaschiert. Auch ein tolles Produkt, was ich auch in Anwendung habe, beziehungsweise ich nachgekauft habe. Weil gerade habe ich ein anderes Primer-Produkt in Verwendung. Aber das habe ich mir auf jeden Fall schon nachgekauft, weil ich das sehr, sehr gut finde. Was ich sehr gerne verwende. Dann kommen wir jetzt zu zwei Make-up-Produkte, die ich aufgebraucht habe. Einmal das von Reba de Loop, das Collagen Make-up. Das war dieses Produkt hier. Da habe ich die Farbe 01 Natural Porcelain. Das macht so ein tolles Hautbild. Die Haut sieht wirklich ebenmäßig, das perfektioniert aus. Sieht aus wie, also sieht wirklich makelloser aus. Also eine sehr, sehr tolles Make-up. Und für so ein geringes, für so ein günstiges Produkt ist es sehr, sehr gut. Also da kann es mit den teuren Produkten sehr gut mithalten. Also man braucht nicht unbedingt Produkte, die 20, 30, 40 Euro kosten. Braucht man nicht unbedingt. Also man findet mittlerweile
sehr gute Alternative in der Drogerie. Also man muss nicht unbedingt viel Geld ausgeben. Muss man nicht. Genau, ebenmäßiges Finish, optische Perfektionierung mit Soft-Touch-Effekt. Genau, tolles Make-up, was ich mir auch schon hier als kleiner Spoiler an dieser Stelle, weil das werdet ihr in mein nächsten Rossmann Haul nämlich sehen, weil das Produkt habe ich nämlich auch schon nachgekauft. Das werde ich demnächst wieder in Anwendung nehmen, aber wie gesagt, das werde ich erstmal in mein Rossmann Haul zeigen, dieses Reva Deluxe Collagen Make-up. Tolles Produkt. Klar, von der Farbauswahl hat es keine große Farbrange. Ja, aber trotzdem für mich hat die Farbe sehr, sehr gut gepasst. Dann kommen wir jetzt zu dem zweiten Make-up, was ich jetzt aufgebraucht habe. Nämlich das Produkt von Catrice. Nämlich die True Skin Hydrating Foundation. Genau, hier habe ich die 004 N Porzellan. Genau. Diese Farbe hat so einen neutralen Farbunterton. Genau, es ist eine tolle, feuchtigkeitsspendende Foundation, die sehr, sehr gut verteilen lässt auf die Haut, lässt sich sehr, sehr gut einarbeiten. Ihr könnt es auch sehr, sehr gut aufbauen, schichten, wenn ihr es möchtet. Aber ich muss sagen, als ich das verwendet habe, eine Schicht hat bei mir völlig ausgereicht, weil ich brauche kein Produkt, was so eine hohe Deckkraft hat, weil ich hab da wirklich Glück gehabt. Also ich kann froh sein, dass meine Haut wirklich so gut ist, wie die in so einem Zustand ist. Also da bin ich echt froh, weil ich weiß, manche haben vielleicht eine schlechtere Haut. Aber ich muss wirklich sagen, ich zähle wirklich zu denjenigen, die wirklich eine relativ unkomplizierte und auch, ich weiß, nicht jeder will das hören oder so. Wie gesagt, meine Haut ist relativ unkompliziert und deswegen reicht mir die völlig aus. Ist wie gesagt sehr feuchtigkeitsspendend, ist für die Haut Type geeignet, die eher eine trockene Haut haben. Genau, feuchtigkeitsspendende Make-up mit Hyaluronsäure und Wassermelonen, Kernöl. Natürlich mattes und ebenmäßiges Hautbild, genau. Hat eine mittlere bis hohe Deckkraft. Also ist perfekt geeignet für Herbst, Winter. Also da habe ich die sehr, sehr gerne verwendet. Für mich wäre die jetzt zu deckend für den Frühling, Sommer. Da verwende ich dann lieber andere Produkte mit einer anderen Textur, weil mir das dann doch zu reichhaltig auch ist. Also auch zu schwer für meine Haut. Aber so für Herbst, Winter ist sie perfekt geeignet. Und dieses Produkt habe ich mir auch schon nachgekauft. Das werdet ihr auch demnächst in ein Haul sehen. Weil das so ein tolles Produkt ist. Also das habe ich auch schon sehr, sehr lange gehabt. Also ich weiß gar nicht. Über ein Jahr, anderthalb Jahre. Also es hält sich schon, es ist sehr, sehr ergiebig. Mache ein tolles Hautbild, ein ebenmäßiges, perfektioniertes. Und die Haut sieht wirklich gleichmäßiger aus. Tolles Produkt. Wie gesagt, das habe ich mir auch schon nachgekauft. Dann kommen wir zu den Lippenprodukten. Da habe ich einmal von Isana. Das ist aus einer LE gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wann es die gegeben hat. Vielleicht der ein oder andere kennt diese LE noch von Isana, nämlich die Scent of Harmonium. Da habe ich die Lippenpflege. Die kommen so in ein Tiegel. So saß, ja, könnt ihr ja nicht sehen, weil das Produkt ja leer ist. Es hat schon sehr gut geduftet. Ich kann den Duft jetzt gar nicht mehr so beschreiben, weil ich das auch schon längere Zeit schon leer habe und die Außenverpackung habe ich jetzt auch schon nicht mehr. Ich erinnere mich, es war, glaube ich, ich meine, es war mit Shea Butter. Aber wie gesagt, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, wenn ihr euch an dieses Produkt erinnern könnt. Oder vielleicht habt ihr dieses Produkt vielleicht selber mal zu Hause gehabt. Dann schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Weil das ist schon sehr, sehr lange her und ich bin mittlerweile dabei,
meine Produkte, die etwas älter sind, auch zu verwenden und aufzubrauchen, weil bevor die mir kippen oder schlecht werden, verwende ich die jetzt. Und deswegen ist jetzt halt auch so ein Produkt jetzt leer geworden. Genau. Tolles Produkt, hat die Lippen sehr gut gepflegt, hat auch gut geduftet, hat auch relativ lange gehalten. Ihr brauchtet da wirklich eine kleine Menge, also ihr brauchtet echt nicht viel. Also es hat die Lippen gut gepflegt. Ich brauche dazu nicht viel sagen, weil dieses Produkt gibt es sowieso nicht mehr zu kaufen. Also von daher rede ich nicht lange drum herum. Dann kommen wir zu dem letzten Lippenprodukt. Da habe ich das Produkt von Catrice, der Lip Lovin' Overneck Lip Mask. Also wer mich schon lange verfolgt, weiß, dass ich das fast in jedem meiner Videos zeige, weil das ein sehr, sehr gutes, reichhaltiges, pflegendes Lippenprodukt ist für die Nacht. Morgens, wenn ihr aufwacht, habt ihr wirklich tolle, geschmeidige, gepflegte Lippen. Tolles Produkt und das kaufe ich mir wirklich immer wieder nach, weil es so ein tolles Produkt ist. Gerade so für die Nacht ist es sehr, sehr gut geeignet. Also da brauche ich echt nicht mehr viel sagen, weil, wie gesagt, ich zeige das euch sehr, sehr häufig, dieses Produkt, weil es mein absoluter All-Time-Favorite ist, was ich sehr gerne für meine Lippe verwende. Dann kommen wir jetzt zu zwei Wimperntuschen, die ich aufgebraucht habe. Da habe ich einmal ebenfalls ein Produkt von Essence. Also Essence ist schon sehr vertreten, weil ich die Produkte von Essence auch relativ gut finde und auch sehr, also ich finde die Produkte gut von Essence. Auch gut, nicht alle Produkte von Essence finde ich auch nicht gut, aber die Produkte, die ich von Essence habe, die finde ich sehr, sehr gut. Aber kommen wir zu der Wimperntusche. Da habe ich die Lash Like a Boss Instant Volume Length Mascara. Die sieht so aus. Da habe ich die wasserfeste Variante. Die hat so ein geschwungenes Fasernbürstchen, was jeder einzelne Wimpernhärchen erfasst. Also die trennt die Wimpern sehr, sehr schön. Ihr habt so ein schönes Volumen. Die werden so schön aufgefächert. Und die bleiben auch so lange, über mehrere Stunden habt ihr wirklich so einen richtig schönen Wimpernschwung. Also die rutschen auch nicht irgendwie auf die nach mehrere Stunden, sondern runter. Nein, die bleiben so, wie ihr die auch morgens getuscht habt. Tolle Wimperntusche, ich kann dazu nicht viel sagen. Für so einen günstigen Preis ist es wirklich eine gute Wimperntusche, die ich sehr gerne verwende und auch nachgekauft habe und die ich auch wieder demnächst in Verwendung nehmen werde. Aber gerade habe ich noch andere Wimperntusche in Gebrauch, die auch fast leer sind und dann kann ich die wieder in Anwendung nehmen, weil ich bin da so jemand, ich möchte nicht so viele Wimperntusche gleichzeitig in Anwendung haben, weil sonst trocknen die dann aus oder die werden schlecht und das möchte ich nicht. Deswegen versuche ich das schon, erstmal die Wimperntuschen wirklich zu verwenden und bis sie dann fast leer sind, okay, dann sage ich, okay, da kann ich mit einer neuen Wimperntusche dann starten, die ich da verwenden kann, weil die anderen sind ja sowieso dann fast leer. Deswegen. Aber kommen wir jetzt zu dem letzten Produkt für dieses Video. Da habe ich die Wimperntusche von Riva de Loop. Diese Wimperntusche zeige ich euch auch sehr, sehr häufig. Das ist die Better Than Yours Waterproof Mascara. Die kommt in so eine Verpackung. Das ist ebenfalls die wasserfeste Variante. Die hat auch so ein Fasernbürstchen und die erinnert schon so leicht, hat schon so Wimpernbürstchen wie die L'Oreal Paradise Mascara. Also als Ähnlichkeiten gibt es schon. Oder täusche ich mich da? Nee, darüber spreche ich jetzt so nicht. Nee, es geht jetzt um die Wimperntusche. Also auf jeden Fall hat es schon eine sehr schöne Wimpernbürstchen, eine Fasernbürstchen. Also die macht auch richtig schönes Volumen, die trennt die Wimpern. Die Wimpern sind auch schön aufgefächert.
Wie gesagt, sehen voluminös aus. Die werden auch sehr schön getrennt, definiert. Und die halten auch wirklich über mehrere Stunden. Eine sehr, sehr tolle Wimperntusche, die sich auch sehr gut abschminken lässt. Weil, wie gesagt, ich habe es auch schon in mein anderes Video erwähnt gehabt. Es ist nicht immer leicht, wasserfeste Wimperntuschen abzuschminken. Aber ich finde, die, die ich habe und die ich schon ausprobiert habe, muss ich sagen, die haben sich sehr gut abschminken lassen, die wasserfeste Varianten. Weil ich finde, die halten noch etwas länger als die nicht wasserfeste Variante. Aber das ist so, das muss jeder für sich wissen. Also ich möchte nicht, dass meint, oh, wasserfeste Wimperntuschen sind auch nicht immer gut. Nein, es kommt drauf an. Es gibt auch wirklich nicht wasserfeste Wimperntuschen, die auch gut sind und die auch gut und lange halten. Aber bei mir halten die wasserfeste Variante immer etwas besser. Vor allem den Schwung nach mehreren Stunden. Also, ja, an dieser Stelle beende ich auch das Video, weil das war auch das letzte Produkt. Ja, ich hoffe, euch hat der zweite Teil von meinen aufgebrauchten Produkten gefallen. Dann abonniert gerne meinen Kanal, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne einen Kommentar unter diesem Video, ob ihr das vielleicht das ein oder andere Produkt vielleicht selber zu Hause habt oder schon mal selber verwendet habt, ausprobiert habt. Dann schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche und dann hoffentlich schaltet ihr zum nächsten Video wieder ein. Bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Tschüss!